Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Ein kurzes Update zu unserem Thema Auto nochmal. Das wird aber auch vorläufig das letzte sein. Das erklären wir euch gleich. Wir hatten gestern den Werkstatttermin, den vorgeschlagenen von Karthago, und das möchte euch Michael berichten. Ja, wir haben ja im Urlaub noch einen Anruf bekommen aus Aulendorf von einem Mitarbeiter, der sich darum gekümmert hat, dann doch mit uns Kontakt aufzunehmen und dieses Thema vom Tisch zu kriegen. Und er hat uns dann wärmstens ans Herz gelegt, dass wir uns mit einer Werkstatt im Erzgebirge in Verbindung setzen sollen, weil das ist wohl ein ehemaliger Werkstattleiter von Karthago in Aulendorf, und der weiß an dem Auto alles. Und gut, er hat auch gleich dazu gesagt, das ist sehr schwierig, mit ihm telefonisch Kontakt aufzunehmen, weil die nur ein Zwei-Mann-Betrieb sind und die ganze Zeit am Arbeiten. Alles über E-Mail. E-Mail geschrieben, und der gute Mann hat mich tatsächlich sonntags angerufen. Und wir haben dann einen Termin ausgemacht am 31. Juli. Und ich habe das dann mit meiner Arbeitsstelle koordiniert. Habe mir also schon einen Tag vorher Urlaub genommen, um sicher zu sein, dass ich rechtzeitig in der Werkstatt bin. Und bin dann mit diesem Auto nach Hahn gefahren, nach Frankfurt-Hahn, weil ich auf dem Rückweg dann im Erzgebirge vorbeifahren wollte. Ich habe das Auto da unten nicht gebraucht, weil ich war in Sofia die Woche. Aber wie gesagt, wir wollten hundertprozentig sicher sein, dass alles klappt. Und während ich noch in Sofia bin, rief mich der Mitarbeiter von Aulendorf an und sagte, ja, er hat im Moment Probleme, Kontakt mit der Werkstatt da herzustellen. Und er hätte gehört, gerüchterweise, der Mann wäre eventuell erkrankt. Aber er kann mir das nicht bestätigen, und ich soll auf jeden Fall hundertprozentig da vorbeifahren. Es kann auch ein Kommunikationsproblem sein. Freitagabend gegen 18 Uhr war ich dann da. Die Zufahrt war zu zur Werkstatt, aber naja, Freitag fast 18 Uhr, vielleicht liegt es da dran. Samstagmorgen 9 hatte ich den Termin dann, um 8:30 stand ich vor diesem Tor, das dann um 10 Uhr immer noch zu war. Und es war auch keiner zu erreichen, telefonisch, weder dort noch in Aulendorf. Und dann bin ich halt gefahren. Was soll ich machen? Ja, also was mich dabei stutzig macht, ist, dass man uns eine Werkstatt vorschlägt, die also scheinbar ein Ein-Mann-Betrieb ist, weil wenn ein zweiter Mann da wäre, der hätte ja uns dann anrufen können und den Termin absagen können. Mhm. Das habe ich nicht verstanden, weil es gibt ja Möglichkeiten, auch einen Termin abzusagen, zumal ja die wussten, dass wir von weit her gefahren kommen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, und auch dann, wenn schon so eine Unsicherheit besteht und sie uns trotzdem dorthin schicken in die Werkstatt, dann müsste eigentlich normalerweise dann auch an dem Tag hätte dann auch vielleicht der Mitarbeiter mal erreichbar sein können, dass er mal eine Nummer hinterlassen hätte, wo man ja ihn dann anrufen hätte können. Ne? Also Michael stand dann gestern da und stand einfach vor verschlossenen Toren, und wir haben also weder in Aulendorf noch sonst wo jemanden erreichen. Ja, ich weiß halt nicht, ob er erkrankt ist, wie schwer, und falls er erkrankt ist, dann Gottes Willen, gute Besserung, alles Gute. Ne? Ja, darum geht es ja nicht. Also ja, es geht darum, also es kann immer mal was passieren, aber man kann ja einfach absagen und nicht die Leute da einfach hinfahren lassen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Wir haben uns jetzt gesagt, wir kommen so nicht weiter. Es geht jetzt ein Jahr lang das ganze Problem, dass wir Kilometer fahren, Urlaubstage frei nehmen, das Auto irgendwo in eine Werkstatt hinbringen, es dort stehen lassen, wieder abholen müssen, und das Problem ist nach einem Jahr immer noch nicht gelöst, und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir das jetzt in rechtliche Hände geben. Ich habe einen Anwalt gestern angeschrieben, und deswegen werden wir uns auch zu dem Thema vorläufig jetzt nicht mehr äußern, weil wir da auch nicht irgendwie vorgreifen wollen oder irgendwas. Das soll einfach jetzt Fachleute machen. Es kann so nicht weitergehen. Das ist kein Zustand. Michael will ich aber jetzt nochmal erklären, welches Problem wir überhaupt haben. Und das Problem muss dann auch gelöst werden, von wem es überhaupt kommt. Also ist es jetzt ein Problem vom Fiat
oder ist es ein Problem von Karthago? Weil es scheint ja, also es scheint auf jeden Fall ein Konstruktionsfehler zu sein, weil es sehr viele gibt, die das Problem haben, und wir haben auch ganz viele Zuschriften bekommen, denen es ähnlich so geht wie uns oder genauso. So, und jetzt kannst du noch mal kurz zu dem Problem was sagen. Das Problem ist von Anfang an, dass die Starterbatterie nicht ausreichend geladen wird. Und Beispiel, vorgestern gefahren, da Erzgebirge 6 Stunden gefahren und komme an und habe eine Batterie, die 11,8 Volt hat. Das, da stimmt irgendwas nicht. Und jetzt wissen wir nicht, ob das Konstruktions, weil dann dieses Jahr, das ist das intelligente Lichtmaschinensystem, wie intelligent ist das denn, wenn ich eine leere Batterie habe? Oder ob es durch den nachträglichen Einbau dieses Ladeboosters verursacht wird, weil das ist ja original nicht verbaut von Fiat, sondern das kommt ja wiederum von Karthago. Und die Quintessenz von dem Ganzen ist und bleibt eine unvollständig geladene Starterbatterie, mit der du immer im Hinterkopf hast, ob da am nächsten Tag dein Auto anspringt. Und ich meine, hier ist auch eine Start-Stopp-Automatik eingebaut, die soll ja Umwelt schonen und Verbrauch senken. Die geht die Hälfte der Zeit gar nicht, weil die Batteriespannung zu niedrig ist und dann das System ausgeschaltet wird. Also ist das schon auch ein Mangel an dem Auto, dass diese Automatik nicht funktioniert. Aber bis jetzt ist keine Lösung gefunden. Nee, also das ist unser Hauptproblem, was wir haben. Da muss es einfach eine Lösung irgendwann geben. Dann haben wir noch das zweite Problem, ist mit dem Boiler, der in der Einstellung Fuel verbrannt riecht. Elektrisch verbrannt, ja. Also Kabelschmoren. Ich meine, weiß nicht, ob es so ist, weil es läuft noch. Ja, noch im Jahr, also. Aber wir haben dann immer ein bisschen Angst, weil es riecht dann wirklich mächtig gewaltig hier drin. Angst, das ist ja auch dann unangenehm. Ja. Das ist ein sehr unangenehmer Geruch dann im Auto. Naja, ich habe schon ein bisschen Schiss, wenn das so verbrannt riecht. Und das muss auch noch geklärt werden. Und dann haben uns ja auch Leute geschrieben, wir sollen zu der Firma Goch fahren. WCS in Goch. So. Ja. Die hätten das Problem gefunden und hätten dort Lösungen. Haben sie auch. Laut YouTube, wenn da haben sie. Die haben einen modifizierten Ladebooster eingebaut, der das die Starterbatterie lädt. Allerdings kostet das Ganze ungefähr 1000 Euro und ist am anderen Ende von Deutschland für uns. Also quer einmal durch die Republik gute 800 Kilometer zu fahren. Würde ich sogar machen, aber dieses Auto ist ein Jahr alt und das hat zu funktionieren und das hat von Fiat und Karthago aus zu funktionieren. Und solange ich Garantie hier drauf habe, werde ich auch versuchen, das so lösen zu lassen. Ja, wir haben unseren Vertrag erfüllt. Mein Geld war in Ordnung. Indem wir das Auto bezahlt haben und wir möchten auch gerne ein funktionstüchtiges Auto haben. Mehr nicht? So ist es halt einfach. Und das ist auch völlig egal, also weil sich jemand beschwert hat, dass ich gesagt habe, wir haben einen Haufen Geld dafür hingelegt. Das geht gar nicht um den Haufen Geld letztendlich. Das sagt man halt einfach so. Ich finde, alles ist ein Haufen Geld. Ob du ein Auto kaufst für weniger, was ein Malibu kostet, es ist alles viel Geld. Also es gibt kein Auto geschenkt und alles kostet irgendwo Geld. Und wenn das von unserer Seite aus eben vollzogen worden ist und wir das vernünftig bezahlt haben, dann möchte jeder, finde ich, auch ein vernünftiges Auto dafür haben, vernünftige Qualität. Das hat gar nichts damit zu tun, was kostet. Zum Thema Fernseher wollte ich noch ganz kurz was sagen, weil da kamen ja auch so ein, zwei Kommentare, ob wir denn nicht kontrollieren würden. Und es wäre unser Problem mit dem Fernseher. Also wir haben kontrolliert, dass der Fernseher drin ist. Michael hat nochmal zigmal kontrolliert, als wir das Video gedreht haben, haben wir ja fest dran gemacht, damit das ja nicht nochmal passiert. Also wir sind zu Hause angekommen und der Fernseher stand offen. Ja. Ohne dass wir irgendwie was daran verändert hätten, ohne dass wir nochmal an der Vorrichtung waren oder irgendwas. Ich meine, ich habe das jetzt mit Tape zusammengeklebt, damit das Ding nicht mehr aufgeht. Aber das war ja eh zu spät, der Fernseher war ja schon kaputt. Ja.
Was ist passiert? Also, wie gesagt, die Vorrichtung, der Fernseher ist ja nicht kaputt, was weiß ich. Weil wir nicht konnten, er ist kaputt, weil die Aufhängung ist kaputt, ja. Die Verriegelung ist kaputt. Nicht, weil ich nicht richtig kontrolliert habe, so einfach. Ja. Ja, und dann kam halt auch so ein paar sehr, also unschöne Kommentare. Gut, da muss man nicht so nahe drauf eingehen, weil es wird immer kritische Kommentare geben, aber trotzdem würde ich mal zu dem Thema Jammern noch mal was sagen wollen. Also ich finde, wir haben uns große Mühe gegeben, immer Verständnis zu zeigen, sowohl in Pirna, wo wir waren, als auch danach jetzt. Wir sind immer, mit uns kann man immer eigentlich irgendwo reden. Ich bin immer bereit, auch wo ich mit dem Mann in Aulendorf gesprochen habe, wo der mich angerufen hat und hat mir das ans Herz gelegt, da ins Erzgebirge zu fahren. Ich habe gesagt, okay, ich mache das. Ich werde alles Mögliche versuchen, dass das Auto hier, ich werde meinen Teil hundertprozentig dazu beitragen, dass dieses Auto gemacht wird. Und das haben wir gemacht. Und wir kommen nicht voran. Das ist das Problem. Ja. Und ich glaube, da habe ich auch mal das Recht zu jammern. Sorry. Ja. Es ist ja auch irgendwo, geht es dann mal auch ein bisschen an der Substanz. Das muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Ne? Weil es ist, als Michael gestern nach Hause gekommen ist, natürlich das erste Thema war das. Und man ist enttäuscht. Ne? Es ist einfach eine große Enttäuschung da. Es zehrt an den Nerven. Du fährst überall hin, hunderte von Kilometern und es geht nicht weiter. Und das ist, macht so vieles kaputt. Dann hat noch jemand geschrieben, wir sollen uns in der Kritik doch ein bisschen zurückhalten, weil der Malibu wäre immer noch ein schönes Auto. Er hätte sich wohl, glaube ich, jetzt auch einen bestellt oder kommt jetzt oder wie auch immer. Und es ist immer noch ein tolles Auto. Ja, ich war diejenige, die sich am allermeisten auf das Auto gefreut hat. Und ich habe hier schon gesessen und dann sind mir die Tränen gekommen, weil man freut sich auf ein Auto und wir sind auch mit der Innenausstattung zufrieden und es ist auch nicht keine Schluderarbeit in der Ausstattung gemacht worden. Das kann man nicht sagen, es ist alles vernünftig verbaut. Wir hatten keine großen Probleme bis auf die Tür. Naja gut, das haben wir aber recht schnell klären können. Ja. Und wir haben technische Probleme und gravierende technische Probleme. Und das macht doch irgendwo ein bisschen auch was kaputt. Es ist doch einfach, es macht irgendwann etwas auch kaputt in einem. Ne? Und ich wäre doch als, also wenn ich jetzt Käufer bin von einem Auto, bin ich doch froh, wenn ich das höre, dass es die und die Probleme gibt, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die diese Probleme haben. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Dann bin ich doch ehrlich gesagt froh, wenn ich von dem weiß, dann kann ich gleich am Anfang, wenn ich kontrolliere das Auto, darauf achten, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und was wir machen ist, wir berichten von unserem Kauf, von unserem Auto. Richtig. So, und wir berichten das Positive und wir berichten aber auch eben das Negative. Und leider Gottes ist es halt im Moment so, dass das Negative überwiegt, weil es gravierende technische Probleme sind. Und ich finde das eigentlich sogar wichtig, dass man das irgendwo sagen, weil es für die anderen halt auch eine Chance ist, ja, natürlich, wenn ich vorher die Hinweise habe, dann werde ich bei der Übergabe schon mal drauf gucken. Dann werde ich da schon drauf achten, was los genau. ist. So, das war's. Also das war jetzt, wie gesagt, vorläufig jetzt erstmal, lassen wir mal ein bisschen Ruhe einkehren in die ganze Sache und lassen das auch mal fachlich jetzt ein bisschen dort laufen. Ja, es gibt ja eine Lösung für das Problem. Die gibt es ja. Ja, laut der Firma WCS, ja, gibt es eine Lösung. Also jetzt muss das irgendwie... Kein Hexenwerk, es ist scheinbar machbar. Es muss ein bisschen was passieren und wenn dann was passiert ist, dann werden wir natürlich auch wieder berichten. Ja. Aber jetzt brauchen wir auch mal ein bisschen Abstand von der ganzen Geschichte und auch wir sind nicht mehr bereit, jetzt so viel Nerven zu investieren, das sollen jetzt andere machen. Damit wir uns auch ein bisschen erholen können. Es ist nicht so ganz einfach, das Ganze. Also... Es gibt noch das Fazit demnächst von der Schweiz und dann in 14 Tagen habe ich eigentlich vor, das erste Mal alleine eine Tour zu machen. Ich bin ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil ich möchte nicht stehen bleiben und irgendwo den ADAC rufen müssen, aber naja, wir gucken mal. Ja. Es wird schon irgendwie schief gehen. Ne? Geplant habe ich das alles, organisiert und werden wir mal schauen. Dann gibt es auch wieder ein bisschen was zu berichten. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr immer dabei seid in unseren Videos, für die vielen netten Kommentare, auch für die kritischen Kommentare. Jedoch
Bei den Kritikern möchten wir auch dazu sagen, es sollte immer irgendwo konstruktiv kritisiert werden und es sollte nicht persönlich werden. Das ist es in dem Fall bei uns diesmal auch, bei einigen. Es ist sehr persönlich geworden und das ist nicht schön. Kritik, damit können wir leben und umgehen, ne? Aber sie muss auch irgendwo ja, konstruktiv sein. Ne? In diesem Sinne, habt schöne Reisen. Und ja, erholt euch gut, habt schöne Urlaube und viel Spaß mit euren Autos, hoffentlich. Ja. Und bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal. Also macht's gut, gell? Tschüss. Tschüssi.